Voyager hatte die Schallplatte an Bord und auch diese goldene Plakette, denke ich. Tiff, bin mir gerade nicht sicher. Geniale Verschwörungstheorie. Ob die Sonnenflecke auch eine geheime Botschaft außerirdischer sind? Weiß ich nicht. Und die Chemtrails verhindern, dass wir sie entschlüsseln können. Jetzt, wo du es sagst. Könnte natürlich alles durchaus möglich sein. Tiff, du bist ein sehr kluger Mensch. Ein KLUK-er Mensch. Engaging hostile forces. Ja, die kämpfen jetzt eine Runde. Die betteln sich jetzt da. Können uns das Ganze mal anschauen. Na, wir könnten aber Pech haben, ein Schiff verlieren. Ah, wir haben Glück, wir haben keins verloren. So, jetzt hat die natürlich nichts zu tun. Jetzt schicken wir die erstmal zurück zur Reparatur. Genau, wir haben ein Forschungsschiff, das gerade nichts zu tun hatte. Oh! Im Bindur-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Wir nennen sie erstmal Vix. Ja, toll! Hier ist ja alles voll mit Alienschiffen. Mann! Also das alles, das ganze Ding hier können wir vergessen. Moment. Auf der ölluftlosen luftlosen Oberfläche von R6697 sind Fossilien aufgefunden worden, die von mehreren Spezies aquatischer Tiere zu stammen scheinen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die umgebende Asteroidenringe aus den Überresten eines zerstörten Planetenstamms. Diese Funde scheinen die Theorie zu unterstützen. Ja, okay. Okay, unser Forschungsschiff hat gerade nichts zu tun. Nein, du brichst mal ganz kurz deinen Auftrag ab. Fliegst dann nach da. Warum nicht? System Survey concluded. Ah, verdammt! Unser Forschungsschiff ist hier gefangen. System Survey concluded. Verdammt! Ganz kurz vor. Unser Forschungsschiff ist hier gefangen, weil da eine Piratenbasis ist. Da kann sie nicht hinfliegen. Da ist diese Alien-Spezies, wo sie nicht hin kann. Da ist die Alien-Basis, wo sie nicht hin kann. Also unser Forschungsschiff ist gerade hier gefangen. Okay. Zeitkritische Projekt haben wir. So, das Ding ist abgeschlossen, haben wir gemacht. Die ist repariert und wir haben das abgeschlossen mit der Forschung. Dann gehen wir kurz nach da. Dann kannst du jetzt das da erkunden. Du bist noch beschäftigt mit Erkunden. Okay. Wir müssen halt ganz kurz jetzt mal kurz durchsortieren. Unsere Flotte hat. Flotte 1. Flotte 1 ist fertig. Ist noch auf dem Weg nach Hause zum Reparieren. Genau. Das Konstruktionsschiff ist fertig. Genau, was gerade geflohen ist, da hinten vor den Piraten. Deswegen bauen wir hier mal einen Stern und einen Außenposten. Und wir das Gebiet erobert kriegen. Und dann warten wir, bis unsere Flotte 1 repariert ist. Genau. So, dann haben wir das nämlich erledigt. Ach, ist das schlimm. Und wir müssen ganz dringend irgendwo mit einem Konstruktionsschiff wieder Energie abbauen. Alpha Centauri ist fertig mit Bauen. Genau, das heißt, die Bevölkerung hat hier auch wieder was zu tun. Dich schieben wir nach da und da bauen wir Energie ab. Genau. Und auch kurz, du kriegst einen neuen Kurs. Du fliegst nämlich nach da und baust da die Sternbasis erstmal auf, weil da kriegen wir das da. Und ich glaube nämlich, das Mandat haben wir noch nicht beendet. X. Ja, okay, das können wir auch da machen. Dann machen wir nämlich da Energie und das Mandat zu Ende. Dann ist das nämlich auch abgeschlossen. Da sollte eine Feindflotte sein, die kann gar nicht sein, weil das ist die, die nach da geflogen ist. Dementsprechend Flotte 1 und 2 schiebe ich zusammen. Ja, alle transferieren.
Interstellar Debris analyzed. Warum nicht? Moment. Das geht nicht, weil? Oh, genau. Ganz komisch. So. Ah! Ja, okay. So. Das haben wir beendet. Wir könnten jetzt machen einfache Gefechtsrolle. Aktive Matrix war als Manöver, was wir fliegen können. Wir können Disruptoren bauen. Oder UV-Laser. Was macht ein Disruptor? 100% Schildschaden, 100% Panzerungsdurchschlag. Also plus 100% Schildschaden, plus 100% Panzerungsdurchschlag. Und der UV-Laser ist minus 50% Schildschaden und plus 50% Panzerungsdurchschlag. Da wäre ich ja fast für den Disruptor. Oder für Horchposten. Berlin. Ich bin gerade überlegen. Ja, du hast doch von der Schallplatte, nur was über die Schallplatte gefunden, aber die hängt wohl außen an der Sonde dran. Ja, oder das ist die Metallplakette. Gibt es denn Pioneer-Sonden, die gesendet wurden? Nee, ne? Das ist die große Frage. Wir könnten jetzt das machen, weil es eh schon teilweise angegriffen und, ja komm, machen wir einfach nicht lange überlegen. Das Ding machen wir jetzt. Wir haben sie eh schon angefangen durch das Scannen des komischen Zeugs. Und wenn du schon mal dabei bist, kannst du gleich das System hier auch erkunden. Dann hast du was zu tun. Das Konstruktionsschiff da oben hat überhaupt nichts zu tun. Du solltest doch nach da fliegen. Dann baust du da auch eine Basis. Dann kann man nämlich da auch Energie gewinnen. So. Welches Forschungsschiff bist du? Ja, okay. Du musst dich hier leider langweilen, liebes Forschungsschiff. Das tut mir leid. Du bist halt gefangen zwischen Piraten und Aliens. Das tut mir jetzt leider leid. Moment. Flottenmanöver. Flotte 1. System Survey concluded. Dann erforsche mal. System Survey concluded. Moment. Also, du hast fertig, dann kannst du das erforschen. Genau. Du bist aufgestiegen. Du hast das fertig erforscht. Da gibt es nur Energien. Ansonsten hast du nichts zu tun. Dann erforsche mal. Bitte. Natürlich das Wurmloch erkunden. Brauchen wir die passende Technologie für. Aber das System an sich kannst du erstmal erkunden. Dann haben wir nämlich das erledigt. Ich muss ganz kurz zum Spiel gucken. Yep, Touchdown für die Panthers. Das heißt, wir sind jetzt bei 14 zu 27. Das ist natürlich kacke. Also gleich 14 zu 28, wenn sie den Kick machen. Oder 29, wenn sie eine Two-Point-Conversion probieren. Du hast gerade echt nichts zu tun. Es tut mir so leid mit dem Forschungsschiff. Das wird unser Bestes. Der Charles ist unser bester Wissenschaftler. Es gibt 19 Pioneer-Sonden, die zum Teil bis zum Jupiter sollten. Also sind die bestimmt nicht weit raus. Nee. Hi, Buster. Nee. Also kann ich mir vorstellen, dass die denn so weit raus sind, weil wir haben ja unser Soul-System verlassen. Aber das war eine Pioneer Punkt, Punkt, Punkt 1. Also kann es ja denn theoretisch muss die 11 sein. So, wir erforschen mal kurz die Aliens. Das mit der Drohne machen wir gerade. So, kann ja denn theoretisch nur die 11 sein, wenn es nur 1 bis 19 gab. Klingt ja dann irgendwie logisch, ne? Dass das dann die 11 ist. Weil bei Punkt, Punkt, Punkt 1 und dann danach nix. Naja, müssen wir mal gucken. Also ich bin gerade ein bisschen noch hitzig auf das Spiel der Bengals, weil die haben die ersten zwei gewonnen. Und wenn sie heute das dritte verlieren, na gut, ist nicht so schlimm, aber wäre natürlich schöner, wenn sie die ersten drei gewinnen. So, unsere Schiffe sind repariert. Damit fliegen wir da oben hin, wo die Piraten herkamen und auch noch angezeigt bekommen. Danach machen wir die Piraten platt und dann gucken wir mal, was das hier unten sagt. Weil den könnte man... Ach, das ist alles so hart. 500 noch was.
400 noch was. Boah, dann würde ich eigentlich hier unten das Ding noch platt machen. Ist aber auch wieder so eine olle Basis. Ah, oh, das riecht mich auf, dass wir so eingekesselt sind gerade. Das ist so bläh. So, ah, wir gründen mal Flotte 2. So. Das heißt, wir... Guck mal, wie viel kann man machen? Ich mache erstmal 2 Stück, weil mehr können wir eh nicht machen. Und damit gründen wir Flotte 2. So, die Konstruktion hier ist abgeschlossen. Ein Spezialprojekt wurde abgeschlossen. Und zwar, die Wesen, die auf unsere Flotte vor einiger Zeit trafen. Welche von den Zweien? Sind für uns neue, wundersame Weltraumlebensformen. Aha. Nachdem ein Analyst anfänglich Sensorwerte völlig falsch aufgefasst hatte, bekam das Wesen den Spitznamen Weltraumamöbe. Tatsächlich aber ist es größer als ein durchschnittlicher, als eine durchschnittliche menschliche Korvette. Okay, wir sollten die Kreatur in Frieden lassen und sie und ihre Artgenossen nur aus der Ferne von Earth aus beobachten. Faszinieren. Wir können lernen und koexistieren. Oder faszinierende Kreaturen. Ausstellungspotenzialprojekt Studium der Weltraumamöbe. Studium der Weltraumamöbe. Was davon hier anklingt, im einen steht Hotkey Enter und bei anderen steht nichts dabei. Machen wir das. Heißt das jetzt, sind die Weltraumamöben nicht mehr böse mit uns? Welche waren die Weltraumamöben? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, es gibt so Spezies, die rumfliegen, die größer sind, die eigentlich friedlich sind. Oh, wir haben ja ein diplomatisches Ding, eine Tradition, die wir machen können. Genau. Wir haben ja jetzt Ausbreitung komplett abgeschlossen. Das heißt, da haben wir nichts mehr zu tun. Wir könnten jetzt Diplomatie, Dominierung, Wohlstand, Harmonie, Entdeckung oder Vorherrschaft machen. Ich würde sagen, wir machen als nächstes Entdeckung. Denn Entdeckung, Entdeckungschancen von Anomalien um 20% erhöht. Und wenn wir Entdeckung abgeschlossen haben, achso, das eine ist die friedliche Antwort, das andere ist, schickt alles drauf, was wir haben. Welche habe ich denn jetzt gewählt? Die friedliche oder schickt alles drauf, was wir haben? Ich hoffe, ich habe die friedliche genommen. Und wenn wir es abgeschlossen haben, ist es, dass die Annahme aller Entdeckungstraditionen erhöht unsere Forschungsgeschwindigkeit plus 10 und wird zusätzlich ein... habt ihr den Klick nicht gesehen? Okay. Slot freischalten. Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Ja komm, wir machen das. Wir nehmen diese Tradition an und dann arbeiten wir uns hier einfach einmal durch. Da Erkundungsgeschwindigkeit plus 35% erhöht und Rückzugschance verbessert und Forschungsschiff um plus 50 erhöht. Whatever damit gemeint ist. Ermöglicht Forschungsschiffe auf einer Kolonie von Forschung zu unterstützen. Genau. Stimmt. Müssen wir gleich mal gucken, ob das Spezial. Gucken wir einfach jetzt direkt, ob das drin ist, die Weltraumamöbe. Erforschen. Wo war ich jetzt? Tradition. Traditionen. Da. Was kriegen wir da? Forschungsalternativen plus 1 erhöht. Genau, dann kriegen wir also eine weitere Auswahl. Erfahrungswachstum der Anführer plus 25 und erhalte jeden Monat, wenn eine Technologie erforscht wird, Einigkeit. Die von der 3-Monats-Produktion. Oh ja, das doch. Nehmen wir. Alles gut. So, da ist ein Wurmloch. Genau. Ein unerforschtes, aber die Forschung habe ich noch nicht. Herrscher langt eine Eigenschaft. Das ist schön, weil der Herrscher hat ein Level up. Herrscherin, wir haben ja gerade eine Herrscherin. Das Forschungsschiff hat gerade wieder immer noch nichts zu tun. Das Konstruktionsschiff hat gerade auch nichts zu tun, genau, weil das sollte eine Forschungsstation bauen, dass wir unser Mandat von dem Präsidenten abgeschlossen kriegen. Construction completed. Da sind die Schiffe fertig, das ist Flotte 2.
kümmern uns mal ganz kurz um Flotten. Okay, wir haben aber anscheinend die friedliche Lösung gewählt. Die Untersuchung eines eigenartigen Haufens aus Trümmern und Weltraumstaub hat zu überraschenden Ergebnissen erfüllt. Es handelt sich um eine partikelförmige Wolke, die in eine mächtige Ladung eingebettet ursprünglich ist. Die Ladung sollte nicht in der Lage sein, einfache Reflexe zu zeigen. Ganz zu schweigen von zielgerichteten Bewegungen. Und doch tut sie es. Okay. Die Videoübertragung kam etwas obszönes. Okay. Ominös. Ja, okay. Beobachten und in Ruhe lassen. Situation log has been updated. Wir lassen sie in Ruhe. Die Wolke. So. Meine Konstruktionsschiffe haben gerade zu tun. Genau, wir könnten ganz kurz in die Pleite kommen, oben mit den Credits ins Minus. Ist aber nicht so schlimm, wir haben über 1300. Da können wir auch mal eine Weile lang im Minus sein. Das ist egal. Weil wir kümmern uns gleich darum, dass wir wieder Kohle... Bergbaudrohnen, Arbeitsmoral. Bergbaudrohnen haben Arbeitsmoral? Okay. Die Drohnen und ihre unermüdliche, endlose Arbeit, die beständige, schwindenden Mineralvorkommen, ihre Planeten aufzubauen, stellen ein wenig aufregendes, aber trotzdem informatives Studium dar. Bergbaunetzwerke auf Earth können noch einiges über die Maximierung ihrer Förderung bei gleichzeitigem Energiesparen lernen. Darüber hinaus haben wir herausgefunden, dass die Drohnen nicht gänzlich stumm sind. Ich dachte jetzt an Drohnen, an so fliegende kleine Dinger. Sie stoßen extrem unregelmäßige Schallpings aus, was ja nicht geht, wenn sie im Weltraum sind, weil im Weltraum überträgt doch gar keinen Schall. Deren Wellenlänge aber schwer von Störgeräuschen zu isolieren ist. Ob noch jemand da ist, um diesen Ping zu empfangen, ist ein weiteres Rätsel für die Zukunft. Einfache Beute! Der Modifikator Drohnenzerstörer mit den folgenden Effekt wird hinzugefügt. Schaden von Ultra-Bergdrohnen plus 33. Oder faszinierende Automaten. Der Modifikator Technik des Drohnenbergbaus mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Mineralienproduktion. Wir erhöhen einfach die Mineralienproduktion. So. Ein zerschmetterter Kreuzer. Das hört ja auch für die Forschungen hier. Ich muss lesen. Auf der abnehmenden Umlaufbahn von Davasser 5. Wo ist denn jetzt Davasser schon wieder? Ach, da. Wurde die zerschmetterten Überreste eines Raumschiffes von Kreuzergröße entdeckt. Vielleicht ist es im verzweifelten Versuch, einen Verfolger zu entkommen, tief in die Atmosphäre des Gasriesen geflogen, nur um dort von atmosphärischem Druck zerquetscht zu werden. Das Schiff ist für die Bergung zu weit in den Raum abgedriftet, aber die Strukturscans des Wracks hat uns wichtige Informationen gegeben. Ja, Ingenieurforschung erhöht, schade. Hat natürlich auch sowas gehofft, dass wir eigentlich mal Kreuzer bauen können. So, mal ganz kurz Pause. Unsere Flotte ist nämlich da oben angekommen. Also, irgendwo hier fliegen Weltraumamöben rum. Das sind die Bergbaudrohnen, das weiß ich noch. Aber wo auch immer die Weltraumamöben rumfliegen, müssen wir mal gucken. Also, wir fliegen jetzt dahin, weil da ist die Piratenbasis. Da können wir nämlich mit dem Forscher zumindest nach da fliegen. Denn der weigert sich ja dahin zu fliegen und dahin zu fliegen. Und dahin auch. Dahin nicht, aber das ist die Piratenbasis. Da fliege ich nicht hin. Oh! Bin jetzt am Touchdown. Muss ganz kurz gucken. Construction completed. Tiger Boyd, okay. Metallforschungsmandat erfüllt. Jawohl. System Survey concluded. Ach ja, Bergbaustationen kosten ja bei der Tante mehr. Das Wurmloch. Forschung abgeschlossen. Ja, dann schließt da mal die nächste Forschung ab. Bergbaudrohnen kosten da ja arsch viel. Jetzt überlege ich gerade, wo wir am besten dann Energie machen. Ich würde sagen, am besten dann hier mit dem Konstruktionsschiff.
Bergbaustation bauen. Zack.